So, jetzt will ich erstmal dieses Mikro, da habe ich gestern immer beobachtet. Das müssen wir uns ja erstmal immer rücken, wir kleinen, mittelgroßen, großen. So, verstehen Sie mich so gut? Oder ist es? Ja? Na, allerbestens. Also, ich wollte eigentlich nicht ausformulieren, aber ich war dann doch eingeschüchtert von der Runde. Reden halte ich sonst spontan nach Stichworten, aber ich dachte, das lasse ich diesmal. Ich werde Ihnen das also vorlesen, was ich mir so überlegt habe. Ja, der Titel ist: Aus welchem Stoff sind Rebellinnen? Und ich meine, sie müssen stark sein, aber auch verletzlich. Sie müssen daneben stehen, aber auch mitten reingehen wollen. Sie müssen die Freude am Leben kennen, aber auch die Verzweiflung daran. Sie müssen ihr Streben nach Gerechtigkeit, bei Margarete Mitscherlich hieß das Wahrheit, teilen wollen mit anderen. Und wenn sie Frauen sind, können sie als gesellschaftlich Agierende entweder versuchen, das auf die Seite zu schieben, wofür ich auch Verständnis habe, ist nämlich schwer zu verkraften, wie zum Beispiel Rosa Luxemburg es getan hat, oder sie können sich ihrem Frausein stellen, wie zum Beispiel Simone de Beauvoir oder eben auch Margarete Mitscherlich das getan haben. In den 35 Jahren, in denen ich mit Margarete Mitscherlich befreundet war, mal näher, mal ferner und in ihren letzten Lebensjahren zum Glück ganz nah, habe ich sie in den unterschiedlichsten Situationen erlebt. Ich habe sie vielfach interviewt und immer wieder über sie geschrieben, zum 70., zum 75., zum 80., zum 85., zum 90. Sie hat ja bis zum Schluss voll präsent durchgehalten. Und bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung habe ich natürlich eigentlich nicht erwartet, Neues zu entdecken. Und das ist aber dennoch geschehen und auch gestern im Laufe des Tages wieder geschehen. Das Freud-Institut hat mir den sogenannten Personalbogen von Margarete Elisabeth Mitscherlich überlassen. Und dem ist Folgendes zu entnehmen. Margarete hat als Ärztin und Analytikerin von 1955 bis 1974 nicht unterbezahlt gearbeitet, sondern unbezahlt. Und das nicht freiwillig. In der Behandlung, Forschung und Lehre. Warum? Weil sie eine Frau war, schlimmer noch, weil sie die Frau des Chefs war. Sie war also 20 Jahre lang beruflich entwertet und vollständig ökonomisch abhängig von ihrem Mann. Das müssen Sie sich mal durch den Kopf gehen lassen. In der psychosomatischen Klinik der Universität Heidelberg hatte sie zunächst als Margarete Nielsen von 1951 bis 1955 eine besoldete Stelle als wissenschaftliche Assistentin. Dann, als sie den Chef der Klinik Alexander Mitscherlich heiratete, arbeitete sie von 1955 bis 1967 in derselben Stelle weiter, aber nun unbesoldet. Zur Erinnerung für die Jüngeren. Das waren die Jahre, in denen das Wort Quote noch in ganz weiter Ferne lag und Beamtinnen in Deutschland zwangsweise in den Ruhestand versetzt wurden, wenn sie heirateten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das im Saal weiß. Ist noch gar nicht so lange her. Dieses Gesetz, das sogenannte Beamtinnenzölibat, wurde erst 1957 abgeschafft. Ist nicht lange. Nicht davon waren noch von den jungen Leuten hier Mütter und Großmütter betroffen. An dem von Alexander Mitscherlich mit seiner Lebens- und Arbeitsgefährtin Margarete an seiner Seite initiierten Freud-Institut in Frankfurt ging es dann so weiter. Wir haben gestern, Frau King, es hat mir besondere Freude gemacht, Sie zu hören, sich selber, wie Sie sich gestellt haben in die Tradition der Mitscherlichs. In Bezug auf Margarete war es leider früher nicht so, aber dafür sind Sie nicht verantwortlich. Also auch und auch beim Land Hessen nicht. Schade, der Minister ist, kann heute nicht da sein. Hat auch gestern sehr einfühlsam und kompetent gesprochen, aber wunderbar, das ist neu. Also auch am Freud-Institut arbeitete die Frau des Chefs ohne Lohn. Das wurde früher mithelfende Familienangehörige genannt. Das war eine Kategorie, die eine steuerliche Relevanz hatte. Ich weiß noch, ich habe darüber früher etliches geschrieben. Und das Gesuch des stellvertretenden Direktors Clemens de Boer, der Direktor selbst konnte es ja gar nicht machen, das war ja Alexander,
um die Sicherung der an dem aufstrebenden Institut unentbehrliche Kompetenz einer Margarete Mitscherlich und ihrer Anstellung wurde vom Hessischen Kulturministerium abgelehnt, und zwar mehrfach. Zu der Zeit war sie schon Co-Autorin von der Unfähigkeit zu trauern, müssen wir hassen, hatte sie rausgegeben und so weiter. Und zwar mehrfach mit der Begründung, ich zitiere, mangelnde medizinische Erfahrung und, ich zitiere, das Familienverhältnis zu Alexander Mitscherlich. Erst am 13. Mai 1974 wurde Margarete Mitscherlich am Freud-Institut angestellt. Wir reden also hier von der Frau, die zusammen mit Alexander die Psychoanalyse aus dem Londoner Exil zurück nach Deutschland geholt hatte, die als Lehranalytikerin ganze Generationen von Analytikern und Analytikerinnen geprägt hat und die bis zu dem Zeitpunkt gemeinsam mit Alexander das Nachkriegsschlüsselwerk Die Unfähigkeit zu trauern und alleine den psychoanalytischen Klassiker Müssen wir hassen veröffentlicht hatte. Wir sehen, an Stoff zur Rebellion mangelte es auch dieser so ungewöhnlich starken und so frei aufgewachsenen Frau nicht. Und noch etwas ist mir erst jetzt so richtig deutlich geworden, dass die Jahre, in denen Margarete Mitscherlich zur Ermutigung, ja zum Vorbild für so viele Frauen wurde, gleichzeitig die schmerzlichsten Jahre in ihrem Privatleben waren. Alexander Mitscherlichs Parkinson-Erkrankung hatte sich ab 1972 bemerkbar gemacht. Es folgten 10 zunehmend schwere Jahre, in denen Margarete dem zwar mit ironischer Distanz, immer aber auch bewunderten, geliebten Mann zur Seite stand und ihn versinken sehen musste. Dennoch hat sie es in diesen schweren Jahren geschafft, sich gleichzeitig selber zu entwerfen. Also das hat sie ja getan. Mit Werf und Offensiv hat sie sich selber entworfen. Als Autorin wie als Intellektuelle. Margarete Mitscherlich wurde öffentlich eine der so raren, konflikt- und ambivalenzfähigen, glamourösen Frauen, die so gar nicht friedfertig waren. Aber wie ist sie das eigentlich geworden? Und was hat sie geprägt? Diese Frage stellen wir uns ja in meinem Berufsstand wie in dem ihren. Begeben wir uns also noch einmal auf ihre Spuren. Margarete Nielsen, es ist gestern immer wieder erwähnt worden, aber ich möchte es noch mal in der Ausführlichkeit vortragen. Margarete Nielsen wird am 17. Juli 1917 im deutsch-dänischen Grenzgebiet geboren. Als sie auf die Welt kommt, ist ihr Heimatort noch deutsch und heißt Grafenstein. 4 Jahre später wird er dänisch und heißt Grasten. Danke. Einer, der Dänisch kann. Unser Däne. Doch die Grenze verläuft weiterhin mitten durch ihre Familie. Selbst später noch, hast du gesagt, wie du als Junge zurückkamst, dass du ein bisschen traurig drüber warst, dass sie mit dir nicht Dänisch sprechen wollte, sondern Deutsch. Die Mutter, eine resolute Schuldirektorin, die später auch zur sozialen Mutter vom Sohn Matthias wurde, auch sie musste ihren Beruf bei Eheschließung aufgeben. Wir reden hier von Frauengenerationen, die, wenn sie verheiratet waren, nicht berufstätig sein durften, zumindest nicht als Beamtin. Diese Mutter ist deutsch-national gesinnt. Sind dänische Nationalfeiertage angesagt, bekommt sie Migräne und verdämmert den Tag hinter zugezogenen Gardinen. Es wurde gestern mehrfach zitiert, es hat uns alle beeindruckt. Doch sie hisst frohgemut die Flagge, sobald es eines deutschen Tages zu gedenken gibt. Der Vater hingegen, ein offensichtlich sanftmütiger Landarzt, ist ein nationalbewusster Däne und erduldet diese Art von Demonstrationen seiner geliebten Frau. Als Kind ist Margarete das, was man einen Tomboy nennt, also ein eher jungenhaftes Mädchen, das auf die höchsten Bäume klettert. Gleichzeitig ist sie ein Mutterkind, sehr fixiert auf die Mutter, die ihr Vorbild ist. Das erklärt O-Ton Margarete, ich will Kinder, aber heiraten werde ich nie. Das ist ja die reine Prostitution. Es sollte dann anders kommen, wie wir wissen. Die Schule, es tauchte dann doch Alexander auf. Die Schule mit ihren festen Zeiten und Disziplinarvorschriften ist Margarete ein Gräuel. Also unterrichtet die Mutter ihren Wildfang bis zum 9. Lebensjahr
zu Hause, was nicht gerade zur Zähmung des Mädchens beigetragen haben dürfte. Ich sehe da einen der Grundsteine für ihre Unkonventionalität. Also das hat sie ja dann später nie mehr einholen können, wie man sich zu benehmen hat. Zumindest wollte sie es oft nicht. Ihren Vater entdeckte Margarete erst spät, eigentlich erst wenige Jahre vor ihrem Tod, als ihr ein Packen seiner Liebesbriefe an seine so geliebte Frau in die Hände fällt. Die rühren sie sehr und nähren ihren Verdacht. Vielleicht war er der einfühlsamere und sensiblere von beiden. Die Mutter war auf jeden Fall die herzlichere und tatkräftigere. Sie war, und darüber haben wir gestern auch gesprochen, die Mutter war eine geborene Leopold und ihre Mutter eine geborene Freudenthal. Der Vater der Mutter hatte ein Pelzgeschäft. Margarete ging davon aus, dass ihre Mutter jüdischer Herkunft war und die Familie dies verschleiert hatte, um der dreuenden Diskriminierung zu entgehen. Wir haben gestern nochmal Matthias Mitscherlich und ich darüber geredet und Matthias sagt, die Beweise dafür liegen seit langem vor. Also nach jüdischen Gesetzen war Margarete Mitscherlich also Jüdin. Die Ehe allerdings nicht nach dem Schicksal. Ja? Von der Herkunft her, aber sie hatte kein jüdisches Schicksal. Das hatte diese Manipulation ihrer Familie ihr erspart. Die Ehe ihrer Eltern war für den Witwer mit vier Kindern eine Liebesheirat. Für den Witwer mit vier Kindern eine Liebesheirat. Für seine zweite Frau jedoch eine Vernunftehe. Sie trauerte einem früh verstorbenen, lebenslang idealisierten Verlobten nach und frequentierte weiterhin eifrig ihre frauenrechtlerisch engagierten Freundinnen. Die hat es also anscheinend doch faustdick hinter den Ohren, diese Mutter. Aber was ging wirklich in dieser Mutter vor? Ich bin Psychoanalytikerin geworden, um meine Mutter zu verstehen, hat Margarete gesagt. Und ich wollte meine Mutter glücklich machen. Auf Geheiß der Mutter geht Margarete in Flensburg auf ein Mädchenlyzeum, wo sie sich prompt in die nächste Mutter verliebt, in ihre Lehrerin. Alle ihre Freundinnen schwärmen für diese Lehrerin. Sie ist, sagte Margarete, gar nicht schön, sie war dick und watschelte. Aber sie bringt den Mädchen die Leidenschaft für die Literatur und ein kritisches Denken nahe. Von dieser Lehrerin hat Margarete in den letzten Lebensjahren immer wieder gesprochen. Auch ihr scheint sie lebenslang nachsinniert zu haben. Von ihren Müttern erhielt Margarete drei Aufträge, wie es in der Psychologie heißt. Erstens, verstehe mich. Sieh hin und verstehe mich. Zweitens, liebe Deutschland. Drittens, sei emanzipiert. Alle drei Aufträge hat sie erfüllt. Es gab im Leben von Margarete nach ihren eigenen Worten zwei große Aha-Effekte. Die Begegnung mit der Psychoanalyse und die mit dem Feminismus. Beide haben nicht nur sie geprägt, sondern beide hat auch sie geprägt. Die Psychoanalyse bedeutete für Margarete das Streben nach Wissen, Erkenntnis und Glück. Mehr geht ja nicht, ne? Also Streben, das ist hier der Berufsstand, ja? Streben nach Wissen, Erkenntnis und Glück, wie schön. Und der Feminismus, der ihr quasi in die Wiege gelegt worden war, stand für ihr Streben nach Gerechtigkeit und Chancengleichheit, auch für Frauen. Sicher, sie kannte den real existierenden Unterschied zwischen den Geschlechtern nur zu gut. Aber der war für sie nicht angeboren, sondern gemacht. Mein Lebensziel war und ist die Befreiung von Denktabus, Vorurteilen und Illusionen, hat sie einmal gesagt und damit ernst gemacht. Margarete Nielsen wird in Heidelberg studieren, zunächst Literatur, zu der sie lebenslang eine Liebe hatte. Da muss ich sagen, es war ja eigentlich über dieses Thema ein Vortrag von Marlene Streowitz vorgesehen. Sie bedauert sehr, sie musste am Donnerstag absagen, weil sie erkrankt ist. Trägt vielleicht die politische Lage von Österreich zu bei. Das hat sie geschrieben, vielleicht wegen der Wahlen. Es ist ja, wie wir hier in diesen Kreisen wissen, ein sehr enges Verhältnis zwischen Seele und Körper. Ja, die zweite Liebe ist die Medizin. Das hat sie dann studiert, weil ihr das Fach weniger ideologielastig schien, wie sie später erklärt hat. Sie verkehrte in Heidelberg im Kreis von Kommilitonen, denen die Nazis verhasst sind und die Radio London hören. Ich habe die Kristallnacht erlebt, erzählte sie. Wir wussten auch, dass Geisteskranke umgebracht wurden und wir wussten von den Vergasungen.
Aber wir ahnten nicht das Ausmaß. Sie hat sich vielleicht in der Tat, das hat gestern Isidor Kaminer thematisiert, später vorgeworfen, nicht mehr gemacht zu haben. Aber wer sind wir im Nachhinein darüber zu urteilen? Kurz vor Kriegsende kehrt Margarete Mitscherlich-Nielsen damals noch nach Dänemark zurück. 1946 geht sie als junge Ärztin ins Tessin in eine anthroposophische Klinik. 1947 begegnet ihr das Schicksal in Gestalt von Alexander Mitscherlich. Der ist verheiratet und hat mit seiner zweiten Frau 4 Kinder. Von den beiden Kindern davor reden wir jetzt nicht. Die beiden verlieben sich dennoch. 1948 wird Margarete schwanger. Sie hat gesagt, ich hätte abtreiben können, alles war vorbereitet. Aber ich habe mich dafür entschieden, das Kind zu bekommen. Und sie fügte hinzu, und das hat sie oft gesagt, das war die richtigste Entscheidung meines Lebens. Ich erinnere mich, dass sie mir im persönlichen Gespräch mal erzählt hat, dass sie da am Lago Maggiore war und dass sie in dem Moment ganz weit rausgeschwommen ist. Also es war wirklich eine existenzielle Entscheidung, die sie da getroffen hat für dich, Matthias, für den kleinen Matthias. Alexander Mitscherlich denkt nicht an Scheidungen. Die 31-jährige Margarete bekommt das Kind alleine in Konstanz, unterstützt nur von einer Freundin. Auf dem Standesamt gibt sie den Namen des Vaters nicht an. Die Lebensbedingungen sind hart und ein uneheliches Kind ist damals in Deutschland noch eine sehr große Schande. In Dänemark sieht man das zum Glück lockerer. Margarete und Alexander werden erst 1955 heiraten. Da ist ihr gemeinsamer Sohn Matthias schon 6 Jahre alt. In den ersten Jahren in Heidelberg müssen die beiden ihre Beziehung verheimlichen, was sehr demütigend ist, vor allem für Margarete. Beide sind auf ihre Art Rebellen. Er, der Großbürger und Arzt, hatte 1949 Wissenschaft ohne Menschlichkeit veröffentlicht. Darin prangerte er die Kollaboration der Ärzte mit den Nazi-Folterern an und katapultierte sich so mit einem Schlag aus der eigenen Kaste. Sie, die Bürgerstochter und promovierte Ärztin, bekam als Ledige ein Kind. Beides war keineswegs selbstverständlich für eine Frau in dieser Zeit. Sein Interesse war eher sozialpsychologischer Natur, ihres individualpsychologischer. Das ergänzt sich. Zu diesem Punkt werden wir sicherlich später noch sehr viel mehr und genaueres hören. 1952 geht Margarete zusammen mit Alexander für ein Jahr nach London, um sich zur Psychoanalytikerin ausbilden zu lassen. Sie macht nun nach 2 Anläufen in Deutschland eine Lehranalyse bei Michael Balint. Und sie lernt sie alle kennen. Die von den Nazis Vertriebenen. Anna Freud, Melanie Klein, Margret Mahler. Eine aufregende, eine inspirierende Zeit für sie. Matthias ist währenddessen 4 Jahre lang bei Margaretes Mutter und in der Familie ihres Halbbruders in Dänemark. Er ist das uneheliche Kind eines illegitimen Paares, dessen Vater nicht nur noch mit einer anderen verheiratet ist, sondern der auch der Vorgesetzte dieser Frau ist, die ein Kind von ihm hat. Es hätte beide ihre Stellen kosten können. Die Eltern holen ihren 6-jährigen Sohn 1955 nach der Eheschließung zu sich. Der wäre eigentlich lieber in Dänemark geblieben, da hatte er sich inzwischen dran gewöhnt, bei der Großmutter, die seine soziale Mutter war, sowie Onkel und Tante. Aber es sollte doch nun alles seine Ordnung haben. Margarete hat später immer mal wieder darüber gesprochen, ihr schlechtes Gewissen, weil sie sich nicht genug um ihr Kind gekümmert habe. In den letzten 20 Lebensjahren hatte Margarete das Glück, dass ihr Sohn Matthias und seine Frau Millie ein anderes Modell gewählt hatten. So konnte sie jubelnd 4 Enkelkinder und 2 Urenkel begrüßen. Und jedes jeweils Neugeborene war immer wieder das Schönste und Klügste. Zuletzt die inzwischen 7-jährige Pina, von der sie mir bei meinem letzten Besuch mit Stolz einen Stapel Fotos hinblätterte. Wir haben eben, Frau und Herr Korn, darüber geredet, die beiden haben 9 Enkelkinder, da habe ich gesagt, ach Mensch, Großmutter wäre ich eigentlich auch gerne. Ja, oder Vater, das hätte mir auch gefallen. Doch zurück zu Margaretes Lauf des Lebens. 1967 ziehen Alexander und Margarete Mitscherlich nach Frankfurt. Sie arbeitet am Freud-Institut und ist unter anderem Leiterin des
Unterrichtsausschusses der Psychoanalytischen Gesellschaft. Ich hoffe, ich sage hier nichts Falsches, aber das wird von meinen Nachrednerinnen dann richtig gestellt. In Frankfurt schließen die Mitscherlichs nun Freundschaft mit den Vätern der Frankfurter Schule, mit Adorno und Horkheimer, und auch Habermas stößt dazu. Und lieber Tillmann, es ist von daher auch emotional, auch für mich bewegend, dass Sie heute dabei sind und gestern gesprochen haben. 1963 veröffentlicht Alexander Mitscherlich unter seinem Namen den Bestseller Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Margarete hatte an diesem Buch maßgeblich mitgearbeitet. 1967 folgt die Unfähigkeit zu trauern, diesmal unter dem Namen beider. Es geht darum, wir haben viel darüber geredet, um die Folgen der Nichtverarbeitung von Schuld und wie die Nazi-Ideologie dieses Schwarz-Weiß-Denken und Abwerten des anderen bis ins Innerste der Menschen gekrochen war und in ihnen fortlebte. Der Titelaufsatz war maßgeblich von Margarete geprägt, der deutschen Dänin, die dazugehörte und zugleich daneben stand. Eine solche Distanz schärft den Blick. Für die 68er war dieses Buch über eine deutsche Art zu lieben ein entscheidender, wenn auch von den meisten nicht zu Ende gedachter Impuls. Und die Mitscherlichs? Die sympathisierten zwar mit den 68ern, gleichzeitig aber waren die ihnen etwas unheimlich. Denn genau das, was sie bei der Elterngeneration analysiert hatten, wurde nun von deren Kindern reproduziert. Vor allem Margarete fühlte sich von dem Freund-Feind-Denken der Genossen und deren Selbstgerechtigkeit im Namen der Sache der Gerechten ist alles erlaubt, fatal an die gehorsamen Väter und Mütter dieser protestierenden Söhne und Töchter erinnert. Von dem Sexismus der 68er und ihrem antisemitisch getönten Protest gegen das imperialistische Israel ganz zu schweigen. Das muss in der Zeit auch Thema gewesen sein in Margaretes vielen Analysestunden mit KZ-Überlebenden und deren Kindern. Anfang der 70er Jahre gehen die Mitscherlichs für ein Jahr nach Palo Alto. Dort begegnet Margarete dem neuen Feminismus. Einer ihrer engsten Freunde war der Doktorvater von Kate Millett, die gerade gestorben ist, deren entscheidendes Werk Sexus und Herrschaft war eine Doktorarbeit. So ist das bei den amerikanischen Doktorarbeiten, die werden dann populäre Bücher, weil man sie lesen kann. Das ist jetzt nicht nett von mir, dass ich das im Kreis von Wissenschaftlern sage. Ja, den alten Feminismus kannte Margarete ja schon, dank ihrer frauenrechtlerischen Mutter und deren Freundinnen. 1972 veröffentlichte sie ihr erstes Buch unter eigenem Namen Müssen wir hassen. Eine Einführung in die Psychoanalyse. Empathiefähigkeit sowie Bereitschaft zum Verzicht auf Machtausübung seien die beiden Grundvoraussetzungen für einen guten Analytiker, schreibt sie. Beides erfüllte sie selber im höchsten Maße. Da habe ich auch gestern mit einigen, die Sie gut kennen, darüber geredet. Das ist etwas, was mich besonders fasziniert hat. Margarete war ja sehr temperamentvoll und konnte auch heftig sein und vielleicht mal ungerecht und so. Also sie war nicht so ein Engelchen. Aber ich habe niemals erlebt, dass sie ihr psychoanalytisches Wissen, ihre Kenntnis gebraucht, missbraucht hätte im privaten Leben oder um jemanden zu interpretieren oder einzuschüchtern. Das hat mir ganz besonders imponiert. Selbst wenn man sie gefragt hat und gesagt hat, hör mal Margarete, jetzt aber hör mal, was ich geträumt habe, sag mir doch mal. Dann hat sie einen nur spöttisch angeguckt und hat gesagt, na, überleg doch mal, was am Tag vorher los war. Also sie hat sich da völlig verweigert. Ja, sie war nicht die allwissende Psychoanalytikerin. Und übrigens, auf die Frage müssen wir hassen, antwortete Margarete selbst manchmal durchaus mit einem entschiedenen Ja. Sie war, wie ich sagte gerade, keineswegs die friedfertige Frau, die sie in ihrem 1985 erschienenen Bestseller als gesellschaftlich erzwungen und unterschwellig aggressiv analysiert hatte. Wir, Margarete und ich, begegneten uns 1974 zum ersten Mal und im Herbst 1975 zum zweiten Mal. Es war Sympathie auf den ersten Blick, gegenseitig. 1975, nach dem Erscheinen vom kleinen Unterschied, hatte das TV-Magazin TTT ein Gespräch zwischen uns in der Wohnung der Mitscherlichs in Höchst arrangiert.
Die Kollegen waren wohl davon ausgegangen, dass die Analytikerin mich in der Luft zerreißen würde. Denn erstens hatte ich mit dem Buch auf ihrem Terrain gewildert und zweitens hatte ich so ganz en passant, wie das so war damals, sowohl ihrem geschätzten Lehranalytiker Balint wie auch ihrem geliebten Ehemann Alexander wegen Sexismus vors Schienbein getreten. Da sind wir ja heftig angetreten, die Psychoanalyse, haben wir gesagt, so jetzt hier alles Macker-Ideologie, so. So simpel habe ich natürlich nie geschrieben, aber das stand im Raum. Doch siehe da, wir kommen an in Höchst. Ich sollte vielleicht noch mal erzählen, wie ich ankomme. Das haben wir, glaube ich, gestern schon erwähnt, nicht? Das Hochhaus, dann brauche ich das nicht noch mal zu erzählen. Also, ich komme an in Höchst und Margarete sitzt da, strahlt mich an und sagt, ich bin ganz und gar ihrer Meinung. Die Irritation war groß, nicht nur beim Team, auch bei Alexander, der im Hintergrund während der Dreharbeiten hin und her tigerte, war ein großer Raum. Musste immer wieder da was holen, dann da was holen. Mit steigendem Unbehagen sah er seine eigene Frau so fröhlich und einvernehmlich schwatzen mit dieser kämpferischen Feministin. Ein Unbehagen, das er leider nie mehr ganz verlieren würde, was der innigen Freundschaft zwischen ihr und mir jedoch keinen Abbruch tat. 1977 veröffentlichte Margarete ausgerechnet in der ersten Ausgabe von Emma ihr spektakuläres Bekenntnis, ich bin Feministin. Na, da war was los. Jetzt auch noch die. Die Provokation war unermesslich. Meines Wissens, ich gucke etwas eingeschüchtert, Margaretes Kolleginnen an, war sie die erste renommierte Analytikerin weltweit, die sich offen zum Feminismus bekannt hat. Was in Deutschland ja bis heute für Wissenschaftlerinnen quasi undenkbar ist, aber in Amerika oder Frankreich und so weiter längst selbstverständlich. Die Provokation war beabsichtigt. Für Margarete war es, wie sie einmal gesagt hat, ein richtiger Befreiungsschlag. Eine wie Margarete konnte sich letztendlich eben auf Dauer nicht wohlfühlen im Establishment. Aber exakt da war sie inzwischen gelandet, im intellektuellen Establishment, das in der Zeit den Ton angab. Also katapultierte sich mit einem Schlag wieder raus, ganz wie einst Alexander aus seiner Kaste. Egal, was sie tat, ein so anarchischer, kreativer und hellsichtiger, scharfsichtiger Mensch, die Schärfe gehörte ja auch zu ihr und das hat natürlich manchmal auch andere Menschen verletzt, hatte alle Angepassten sowie Bürokraten und Bürokratinnen automatisch zum natürlichen Feind. Die Rechnung dafür wurde ihr nach dem so frühen Tod von Alexander 1982 präsentiert. Es folgte, wie sie es selber formuliert hat, eine wahre Hexenverbrennung. Die Jagd auf die Unangepasste, die längst auch die Bürokratisierung und Verschulung des eigenen Berufsstandes offen kritisierte, war eröffnet. Jetzt wird nicht nur mit ihr abgerechnet, sondern indirekt auch mit Alexander, den man zu Lebzeiten nicht gewagt hatte anzugreifen. 2 Wochen nach dessen Tod findet im Freud-Institut eine Art Tribunal statt unter dem Titel »Müssen wir hassen?« Margaretes Buchtitel. Die Antwort der Wortführer lautete »Ja«, nämlich Alexander und Margarete Mitscherlich. Inzwischen hat sich das wieder. Margarete gleitet in dieser Zeit in ein tiefes Loch, aus dem sie nur mühsam wieder herausfindet. Sie ist Mitte 60, sie ist also doch noch relativ jung. Der Verlust des geliebten Gefährten plus der Ächtung aus den eigenen Reihen, das ist einfach zu viel. Doch irgendwann ist sie wieder da, strahlend und lebendig wie zuvor. Ja, sie konnte heftig sein, ja, sie konnte auch ungerecht sein, aber sie war immer mutig und jederzeit bereit, Fehler einzugestehen. Vor allem, sie war ganz und gar unrepressiv. Sie war eben eine antiautoritäre und Aufklärerin durch und durch. Es gibt eine kleine Episode, die ich hier nicht zum ersten Mal erzähle, aber die so charakteristisch ist und schön, dass ich sie Ihnen auch noch mal erzählen will. Wir schreiben das Jahr 1985 und machen zu 6 Frauen eine China-Reise auf der Frauenschiene. In Peking, Shanghai oder Kanton, überall empfangen uns am Gate oder auf dem Bahnsteig die örtlichen Frauendelegationen, allesamt Parteikader, also Mitte der 80er. Die stürzen immer direkt auf Margarete zu,
die eindeutig Älteste in unserer Gruppe, und das Ritual beginnt. Ehre, sie kennenzulernen, Begegnung der Völker, Solidarität der Frauen der Welt, voneinander lernen und so weiter. Nach dem dritten Mal sagt Margarete, ich mach das nicht mehr. Also wir waren 6 Frauen und 2 Übersetzerinnen, bitteschön, ja. Ich verstehe sofort, worauf das rausläuft und sage, was soll das heißen, Margarete? Ich mach das nicht mehr. Ich sage, du weißt aber schon, ja, dass du es machen musst, denn du bist mit Verlaub die eindeutig Älteste in unserer Gruppe und du weißt, wie das hier in China läuft, ja. Egal, ich mach das nicht mehr. Ja, und wer soll das machen? Du. Ja, dabei bleibt es. Und wenn jetzt die Delegationen auf Margarete zustürzen, schiebe ich mich vor und nehme zur Irritation der Genossin ihren Platz ein. Ja? Ja, ich hatte natürlich keine schöne Rolle bei der Sache. So weit, so problematisch bereits, aber das genügte Margarete noch nicht. Denn die war nach ein paar Tagen vollkommen durch mit diesen erstarrten Ritualen und den autoritätshörigen Chinesen, was seine historischen Gründe hat und so weiter. Aber in dem Moment sagt man sich, es reicht. Und Margarete kannte auch noch eine Steigerung. Sie schiebt sich nun mit der zweiten Wilden in unserer Gruppe, der Cartoonistin Franziska Becker, immer wieder mal hinter die Reihen der Chinesinnen, während ich Begegnung der Völker, Frauen der Welt, voneinander lernen, große Ehre, freuen uns, sie zu sehen, sah ich hinter den Chinesinnen, die mir zufrieden zuhörten, Margarete und Franziska Becker, die Fratzen schnitten. Es braucht schon meine Disziplin, an der Stelle will ich mich mal loben, um das zu überstehen. Ich wollte nie so langweilig werden. So langweilig, ich wollte nie so langweilig erwachsen werden, hat Margarete mal gesagt. Ich muss sagen, das ist ihr gelungen. In einem meiner Interviews hat sie mal zu mir gesagt, ich möchte untersuchen, welche Auswirkungen Männlichkeitswahn und Weiblichkeitswahn auf unser Leben und auf die Politik haben. Das hat sie ja auch immer wieder getan, das ist ja eines ihrer Themen. Und dazu hätte sie heute in Zeiten von Trump und Erdogan mehr Gelegenheit, als ihr lieb wäre. Also Margarete fehlt, muss ich sagen. Wenn man tot ist, ist man weg, hatte sie in der ihr eigenen lakonischen Anti-Kitsch-Diktion wenige Jahre vor ihrem Tod erklärt. Ja, sie ist weg. Doch für uns, eines der Fotos von Bettina Flittner, die auch draußen hängen, die hat sie über 30 Jahre porträtiert. Doch für uns, die wir sie schätzen oder gar lieben, bleibt sie da. Mit Kopf und Körper, mit Kopf und Körper. Wie unbändig sie lachen konnte. Wie sie loslief, auch als sie eigentlich längst bedacht schreiten sollte. Das hat Alexander auch erzählt, ja? Der dann mit der Großmutter in den letzten Lebensjahren unterwegs war. Die irgendwann murrend, wer tut das gerne, zu diesem, wie heißt das Ding, zum Rollatorgriff. Ja, das wollte sie natürlich lange nicht, aber nachdem sie deswegen ein paar Mal hingeplautzt ist, konnte man sie dann doch überzeugen. Und wie sie, wenn sie nachdachte, die Hände hinterm Kopf verschränkte und den Blick ins Irgendwo schweifen ließ. Das haben natürlich die Analysanten nie gesehen, weil die auf dem Sofa lagen, die Armen. Ich habe das so machte sie dann und sagte, ach ja, wie interessant. Also deine Mutter, ach ja, die war ja auch eine scheußliche Person, deine Mutter. Ja, also, so. Ja, und wie sie, wenn sie es leid war, eigentlich sagte und so weiter oder auch ba, 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 ba. Und zum nächsten Thema hüpfte. Und das möchte ich jetzt auch tun. Lieber Salomon, ich bitte dich, nach vorne zu kommen.